Ja, herzlich willkommen in Koblenz, Herr Lindner. Sie rasen ja schneller als das Internet in weiten Teilen des Landes. Waren Sie im Wahlkampf unterwegs und was wollen Sie denn jetzt quasi mit dem Thema Digitalisierung und wie wollen Sie das in Deutschland verändern? Warum ist das so ein Thema für Sie? Digitalisierung verändert alles und Deutschland ist leider nur mittelmäßig. Wir müssen bei der Frage der Bildung, den digitalen Inhalten besser werden. Uns fehlt Glasfaser, Infrastruktur in Deutschland. Auch da sind wir näher an Nord als an Südkorea vom Status. Die öffentliche Verwaltung raubt uns Zeit, obwohl wir ja viele Vorgänge, wie wir es auch im privaten Bereich machen können, digital abbilden können. Also sprich, wir möchten gerne auch mit dem Digitalisierungsministerium dafür sorgen, dass Deutschland aus der Digitalisierung eine Chance macht, statt dass es für uns nur ein Risiko ist. Die Nextleser interessiert natürlich auch, Digitalisierung greift auch ins Berufsleben ein, in die Berufswelt. Die DBK hier in Koblenz wird einen Hackathon veranstalten am 17. bis 19.11. Wie gehen Sie mit den Sorgen um, dass natürlich Digitalisierung auch Arbeitsplätze gefährden wird? Was sagen Sie den Menschen, die da vielleicht ihren Job verlieren? Wir brauchen zum einen, wenn wir Arbeitsplätze verlieren, auch neue. Deshalb ist eine Gründerkultur enorm wichtig. Wir müssen also bei Start-ups besser werden. Wir müssen in Deutschland mehr Menschen ermutigen, unternehmerische Risiken einzugehen. Denn wo sollen die neuen Arbeitsplätze herkommen, wenn nicht aus hochinnovativen Unternehmen? Und zum Zweiten wollen wir Menschen nicht mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wie andere ruhig stellen, zu sagen, dein Job ist weggefallen, geh nach Hause, hier hast du Geld, sei ruhig. Sondern wir wollen ein komplett neues, zweites Bildungssystem aufbauen. Und zwar dann für die Menschen mitten im Leben, für die 40, 50, 60-Jährigen, die noch ein neues Modul lernen müssen, eine Sprache lernen müssen, vielleicht einen ganz anderen Job ergreifen müssen. Die müssen die Chance haben, immer wieder an eine Berufsschule, an eine Fachschule, an eine überbetriebliche Ausbildungseinrichtung des Handwerks, an eine Fachhochschule oder Universität zurückkehren zu können, um sich da gedanklich aufzufrischen und dann eine nächste Chance zu ergreifen. Denn die Antwort auf die Digitalisierung und die Veränderung kann nur sein, dass wir Menschen stark machen, ihre Biografie auch mit einer neuen Richtung zu versehen, wenn es erforderlich ist, immer eine neue Chance. Sie selbst sind ja auch immer erreichbar, das habe ich schon persönlich erleben können. Kümmern Sie sich auch um die kleinen Anliegen der Leute. Ja, genau. Sie sagten dann damals auch, die FDP ist dieses Jahr eine andere als 2013. Ja. Was ist denn da anders? Die FDP hat die Dosis an Liberalität in ihrem eigenen Programm erhöht und dieser, wie ich gerne sage, außerparlamentarische Bildungsurlaub, der hat dafür gesorgt, dass wir ein bisschen gelassener sind, ein bisschen selbstironischer sind, aber eben konsequenter bei unseren Überzeugungen. Dann die letzte Frage noch, was die Nextleser interessiert. Wie lange bleiben Sie immun, wenn jetzt die Macht vielleicht kommt oder gekommen ist? Wie lange bleibt die FDP, wie sie jetzt ist, die Lindner-FDP? Solange wie die Menschen uns dabei unterstützen. Also wer will, dass die FDP so, wie sie jetzt ist, bleibt und noch besser wird, der sollte Mitglied werden. Denn wir wenden uns ja an den einzelnen Menschen in der Gesellschaft. Deshalb geben wir auch dem einzelnen Mitglied in der FDP viel Raum und viel Einflussmöglichkeit. Also wer die FDP besser machen will und auf dem richtigen Kurs halten will, der wird am besten Mitglied.